Hallo, ich bin Ines. Ja, und ich bin im letzten Jahr auf die verrückte Idee gekommen, aus meinem Cabrio ein kleines Campermobil zu machen. Also wenn ich ankomme, dann muss ich erstmal meinen Windschott hier rausbauen. Ein Cabrio fährt man mit einem Windschott, damit man nicht so Verwirbelungen an den Haaren hat und mir die Sachen auch nicht wegfliegen. Das ist schnell gemacht. Das wird aufgerollt und unter dem Sitz an einer bestimmten Haltevorrichtung befestigt. So, und hier geht es jetzt auch praktisch schon los. Das kann ich mal zeigen. Wenn ich so ankomme, dann schiebe ich erstmal den Sitz nach ganz vorne. Klappe den Sitz nach vorn. Der wird mit so einer Gummikordel hier befestigt, damit er nicht mehr zurückklappen kann. Ja, und wie man sieht, ist jetzt hier direkt ein schöner großer Fußraum entstanden. Und da kann ich dann auch jetzt, das ist nämlich super praktisch, hier so einsteigen und sitze auf meinem Bett wie auf einem Sofa. Wenn das Dach jetzt zu wäre, könntet ihr auch sehen, dass ich hier genug Höhe habe, auch bei geschlossenem Dach aufrecht zu sitzen. Und diese Höhe hier, die habe ich angenommen als Höhe für das Birke-Furnierbrett hier. Nach hier vorne habe ich es dann unterstützt mit unterschiedlich langen Füßen. Das war ein bisschen kompliziert, weil der Boden ist ja nicht schön eben, wie man das gerne hätte, sondern jedes Bein hatte eine andere Länge. Aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Ja, und das ist jetzt ungefähr 60 cm breit. Und einen kleinen Vorteil, den ich noch habe, ich habe hier ein offenes Handschuhfach und das hat tatsächlich mir noch ein bisschen Spielraum für meine Füße gegeben. Hat dann sogar, also war ganz schön wichtig, habe ich dann festgestellt. Weil man liegt ja nicht, wenn man auf dem Rücken liegt, mit angezogenen Füßen, sondern die streckt man ja auch gern mal so ein bisschen weg. Und das ist so möglich. So, jetzt zeige ich euch das Bettchen mal von der anderen Seite. Na, hier habe ich natürlich zum einen auch schon mal den Vorteil, dass ich mich hier bequem so hinsetzen kann. Noch eine gute Variante. Und das ist hier, ich nenne es immer liebevoll Keller. Da ist dann eben alles drin. Vorne die Schuhe, Werkzeuge, Fahrradsachen, sogar eine Heizdecke, die ich gar nicht brauche. Aber ist ja egal. Ja, was man so benötigt. Das ist Birken-Spanplatte. Genau, ich hebe es mal hoch. Ich habe hier sogar so Meshgewebe noch draufgelegt, damit das ein bisschen unterlüftet wird. Das sind einfach diese drei Elemente von einer Klappmatratze, die man so kaufen kann. Die habe ich auseinandergeschnippelt. Also ich habe vorher eine Pappschablone angefertigt aus großem Karton. Und kann man dann ja hier ein bisschen was dran kleben und da ein bisschen was abschneiden, bis man es perfekt hat. Das Ganze dann auf die Platte gelegt und zugeschnitten und schon war alles fertig. Ich hätte ja auf die Idee kommen können, unseren Volvo zu nehmen, aber irgendwie, das ist das Geschäftsauto meines Mannes und ich wollte auch diesen Fahrspaß mit offenem Dach nicht missen, denn das ist ja eigentlich das Besondere. Ich gondel hiermit so schön, meistens über Landstraßen, so ist das wie Kutsche fahren, sage ich immer, und alleine das ist schon schön. Und dann war mir natürlich klar, ich muss erstmal rausbekommen, ob dieses Auto dazu überhaupt die Länge hat, dass ich hier auch ausgestreckt drin schlafen kann. Ja, dazu habe ich dann beide Sachen rausgebaut, Rückbank und Beifahrersitz. Und dann konnte es ja losgehen mit dem Ausbau. Und dann kamen ganz viele positive Effekte während meiner Reise, meiner ersten Reise gleich, die mich selber überrascht haben. Also ich habe natürlich auch erst gedacht, boah, was machst du denn da? Was müssen die denken und so, wie das so ist? Und das ist genau auch mit der Grund, warum ich gerne jetzt dieses Video öffentlich machen möchte. Ich möchte einfach Mut machen
anderen auch, vielleicht auf das zu gucken, das Auto, was man gerade hat. Und es muss ja nicht immer alles perfekt sein, aber einfach machen und ja, alles, was möglich ist, erstmal auskitzeln. Dadurch, dass ich ein offenes Dach habe, das sind nämlich alles einzelne Module, die nehme ich im Herbst, also für die Wintersaison, alles wieder raus. Man kann es nach hinten rausfädeln, reinfädeln. Das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil hier. Denn sonst würde man solche sperrigen Sachen vielleicht gar nicht in so ein kleines Auto reinkriegen. Müsste man sich noch was anderes überlegen. Ja, dies hier kann ich auch gerade mal zeigen. Das habe ich zur Isolierung da immer oben drauf liegen. Das ist einfach meine Kühlbox, eine ganz normale Kühlbox, mit der ich auch sehr gut klarkomme. Ich könnte sie zwar über den Strom laufen lassen, aber ich hebe keinen Aufschnitt oder Käse oder so etwas auf. Ich habe mir im Sommer eigentlich immer so geholfen, dass ich an einem Tag zum Beispiel ein Tiefkühlobst oder Kartoffelpuffer gekauft habe. Und die sind dann da aufgetaut, haben es schön kühl gehalten und am nächsten Tag habe ich sie aufgegessen. Das ist eine ganz praktische Sache. Und wenn es ganz heiß ist, kaufe ich Crushed Eis, packe es in so eine große destilliertes Wasserflasche rein und dann habe ich auch erstmal Ruhe. Habe also kein Gebläse oder irgendwelche Nöte, dass ich auf den Strom aufpassen muss. Ich habe mir eine Heizdecke besorgt. Die zieht nur 60 Watt und die könnte ich jetzt zum Beispiel bei diesen ersten kühlen Nächten da noch anschließen. Das ist noch so ein kleines, ja, Schmankerl. Dann kann man das noch früher nutzen, das Ganze. Denn im Winter baue ich ja wirklich, oder im Herbst baue ich alles wieder zurück in den Urzustand. Und hier ist nicht eine Schraube irgendwie ins Auto geschraubt worden. Dem habe ich nichts getan. Das wird auch sehr gepflegt und ich liebe auch mein altes Auto. Es hat ja auch Vorteile. Es ist alles nicht so viel Technik drin und man kann jedes Fenster einzeln runterkurbeln. Ich habe keine Zentralverriegelung, die mir plötzlich alles abschließt. Für mich ein Vorteil. Hier habe ich noch mal eine Akkubox, die ich von meinen Jungs geschenkt bekommen habe. Damit kann ich eben die Heizdecke anschließen und auch Fernsehen, wenn ich es denn wollte. Oder mal mein Handy laden und so weiter. Ich könnte auch die Kühlbox dran anschließen. Aber wie gesagt, ich nutze das eigentlich wenig. Ich kühle eigentlich immer nur mit Eis und Tiefkühlkost. Ja, und da habe ich jetzt obendrauf noch mir gleich ein von meinen Tabletts, die ich herstelle, jetzt nur die Tischplatte. Die ist mit Kletter obendrauf befestigt, so dass ich den Deckel dann einfach so abmachen kann und so weiter. Ist hier mit Schrauben nur gesichert an den Seiten. Da habe ich dann noch mal einen zusätzlichen Tisch dadurch. In unserer Familie wurde auch früher schon immer viel darüber gesprochen, man sollte sich ein kleines Wohnmobil zulegen, womit man noch schön in die Städte fahren kann und wo man dann die Sitze rumdrehen kann, damit man das gut nutzen kann. Und man könnte und man sollte und man müsste. Letztendlich haben wir geguckt, was die Teile kosten, haben dann abgewägt, weil wir festgestellt haben, dass wir das wahrscheinlich nicht so nutzen würden, also inklusive meiner Eltern und meiner Söhne. Und dann hieß es immer, kann man sich mal leihen, kann man sich ja auch mal ausleihen und ausprobieren. Aber auch da hat es immer dran gescheitert. Weil was da schon ganz schwierig ist, ist ja dieses Spontane. Ist das Wetter schön? Ich habe gerade 3 Tage Zeit, kriegst du kein Wohnmobil mehr. Ja, und das habe ich jetzt bei diesem Auto nicht. Ich habe den großen Vorteil, dass diese ganzen Module sind ja locker eingebaut. Ich habe das Auto also im Winter in einem Normalzustand und im Sommer lasse ich das jetzt so und kann jederzeit da reinhüpfen. Und das ist auch das, was für mich ganz wichtig ist, dass ich auch am Wochenende oder auch mal in der Mittagspause einfach mein Auto nehme, in eine schöne Natur fahre und ja, mich auf den Berg stelle, schöne Aussicht und kann entspannen. So, und hier habe ich ja auch noch ein Fach. Ja, noch ein kleines Geheimfach. Da ja die Rückbanksgeschichte hohl ist, konnte ich hier jetzt zum Beispiel meine Powerbank, ein kleines Tablet und so weiter verstauen, wo man nicht so oft dran muss. Das Kabel von der Heizdecke ist da auch drin. So, und das ist jetzt das, was ich auch schon während des Zeltens immer dabei hatte.
Die sind sehr praktisch, diese ganz leichte Box, da sind praktisch so Sachen wie Oropax, Fliegenklatsche, Mückenzeug, alles was man irgendwie so, ein Taschentuch, das Lieblingsbuch, das war immer alles hier drin. Und so konnte ich dann, wenn ich mein Zelt aufgebaut habe, einfach immer neben meine Luftmatratze schnell diesen Kasten schmeißen und ich hatte alles, was ich dann brauche, dabei, wie so ein kleiner Nachtschrank. Ja, einen kleinen Vorteil, den ich mir hier noch eingebaut habe. Ich meine, man sieht ja schon bei diesem Wetter auch, wie geil das ist, wenn man dann ohne Dach diese ganze Geschichte wie so einen Liegestuhl benutzen kann. Und ich habe mir hier so einen Klappmechanismus dran gebaut, der kommt aus so einer Strandmatte. Da habe ich den her. So, dann kann ich mir das so ankippen. So, und dann könnte ich zum Beispiel mir das Tablett so hier drauflegen. Dann habe ich eine super Schreibunterlage für einen Laptop und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn ich hier zum Beispiel so sitze, also ich muss sagen, ohne diese Tablets wäre mein Auto nicht so praktisch, weil ich ja gar keine geraden Flächen hier habe. Ich müsste ja dauernd Angst haben, dass mir ein Becher umkippt. Deswegen, das muss ich schon erwähnen, die sind wichtig. Genau, meine Knietablets, die mache ich seit 15 Jahren und verkaufe sie eigentlich Mund-zu-Mund-mäßig und auch auf Kunst- und Handwerkermärkten, vorwiegend Weihnachtsmärkten und so. Dadurch ist das praktisch so eine Saisonsache geworden. Das ist für mich sehr komfortabel. Ich möchte nicht eine richtige Verkaufsplattform zum Beispiel im Internet anbieten, weil ich nicht in die Lage kommen möchte, dass ich plötzlich 10 gleiche mit dem und dem Logo oder so herstellen muss. Und mir das vielleicht dann auch zeitlich mit Reisen oder sonstigen Sachen in die Quere kommt. Und das ist eben etwas, das konnte ich abflauen lassen und ich kann es wieder anflauen lassen, indem ich wieder ein bisschen mehr auf Märkte gehe oder es anders bewerbe. Deswegen bin ich ja jetzt auch vor kurzem auf Instagram unterwegs, weil ich da einfach zeigen möchte, was man damit auch alles anstellen kann. Ja, und die sind wirklich, ohne diese Teile wäre ich hier zum Beispiel in meinem kleinen Domizil ziemlich aufgeschmissen. Und sie sind, und ich möchte sie wirklich sehr gerne aus dieser verstaubten Ecke rausholen, von wegen ist nur, wenn ich krank im Bett liege oder auf dem Sofa, wenn ich einen Laptop auf den Schoß stellen möchte. Ja, das habe ich mir ein bisschen abgeguckt. In einem YouTube-Video von einem Bulli habe ich gesehen, wie die oben so ein Rohr aufs Dach gemacht haben, um da so eine Außendusche anzubringen. Und dann habe ich gedacht, du hast die zweite Rille auf deinem Gepäckträger hinten frei, baust du das einfach in klein mal nach. Da passen ja 12 Liter Wasser rein. Da muss ich dann, ich habe Schwämme reingesteckt, damit das Wasser sich nicht aufschaukeln kann da drin. Und das ist nur Brauchwasser, das ist ja kein Trinkwasser. Aber super praktisch zum mal eben Hände abspülen und so. Ich kann es hier mal vorführen. Jetzt ist wahrscheinlich gerade, das Auto steht ein bisschen schräg und das Wasser ist nicht voll. Muss ich es ein bisschen runterdrücken. So, da habe ich dann eben noch einen zusätzlichen Wassertank. Und ja, ursprünglich habe ich gedacht, ich baue das auch, um mal duschen zu können. Ich habe mir so eine kleine Dusche angeschafft, wo man mit so einem Blasebalg praktisch so einen Unterdruck herstellt und sich dann mit so einem Brausekopf abduschen kann. Hatte mir auch ein Duschzelt noch dazu gekauft, aber das ist wieder rausgeflogen aus meinem Equipment. Ich habe festgestellt, während meiner Reisen dann im letzten Jahr, ich habe übrigens 50 Nächte ungefähr in diesem Auto übernachtet, habe also viel Erfahrung sammeln können. Und ich habe festgestellt, eigentlich, es waren die Schwimmbäder wieder offen. Man kann auch auf dem Campingplatz ja tagsüber durchaus für einen kleinen Obolus mal die Duschräume benutzen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Zur Not einfach der See. Ich meine, im Sommer springt man meistens sowieso jeden Tag da rein. Also das ist das geringste Problem, wie ich festgestellt habe. Aber praktisch ist es eben doch, wenn ich mal schnell einen Kaffeebecher ausspülen möchte, die Müslischale oder so, kann ich mir das hier draußen nehmen, das Wasser. Ich habe aber auch, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hier nochmal den Kanister. Kann man auch mal den kleinen Abwasch machen, wenn es regnet. Man sitzt im Auto oder Zähne putzen und so weiter. Trinkwasser ist eine andere Geschichte. Ich habe hier jetzt das Glück, ich gehe nochmal rein, dass ich hier praktisch dran komme. Da komme ich an mein Trinkwasser. Das ist
dann immer richtig, dass da kaufe ich mir mehrere Flaschen und mehrere sind ja auch meistens in der Kühlbox noch mit drin. Ja, und da ist auch noch was ganz Witziges, was ich noch mal zeigen möchte. Wenn ich das Bett hier wieder runterklappe, kann man das sehen. Anfangs hatte ich natürlich für meine Klamotten auch so eine Kiste, wie das die meisten haben. Hab dann aber festgestellt, dass das unpraktisch ist, weil ich ja jedes Mal erst hinten das Gepäck, was auf der Kiste liegt, runterpacken musste, dann irgendwie den Deckel auffriemeln musste und mein Kofferraum ist nicht so sehr groß. Und dann habe ich mir hier ein offenes Regal reingebaut, was ich hier reinstellen kann. Und somit kann ich zum Beispiel meine Klamotten hier aus meinem Kleiderschrank, Kleiderregal rausziehen, kann mich umziehen und die dreckigen Sachen direkt in meinen Keller werfen. Mein Mann ist selbstständig und genau wie das Wort immer sagt, selbst und ständig. Also er ist so eingebunden, gerade in den letzten Jahren. Immer wenn wir dachten, es wird mal ein bisschen besser, dann kam wieder irgendeine Sache. Er ist im Baugewerbe und das spüren wir zum Beispiel jetzt zur Corona-Zeit auch überhaupt keinen Einbruch oder so. Außerdem ist er aber auch nicht jetzt so ein Mensch, so ein Outdoor-Mensch oder der gerne andere Städte anguckt. Das braucht er nicht. Er fühlt sich wohl zu Hause, am Lagerfeuer, nette Gäste zu Besuch und dann ist er zufrieden. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich diese Sehnsucht irgendwie bedienen muss. Und er ist auch einverstanden damit, hat da keine Probleme mit. Ich glaube, es ist auch unverfänglicher, wenn du in so einem kleinen Auto unterwegs bist, wo alles klar ist. Da passt nur einer rein. Also, was natürlich für mich auch ein ganz wichtiger Punkt war und ist, dass ich mein Fahrrad mitnehmen kann. Das habe ich 2018 bei meiner ersten Reise, hatte ich kein Fahrrad dabei und fand das dann sehr schlecht, dass ich immer auf Öffis angewiesen war oder eben einen ganzen Meter laufen musste. Dann habe ich mir ein sehr leichtes Fahrrad gekauft, kein E-Bike, sondern damit ich nicht wieder von Strom abhängig bin und weil es schön leicht ist. Das Fahrrad wiegt nur 11 Kilo. Und das bastel ich manchmal 4 bis 5 Mal am Tag runter. So, ich kann das ja hier runterkippen. Und so komme ich jetzt an meinen Kofferraum. Da ist... Moment. Geht. Da ist jetzt der Schrank von der anderen Seite zu sehen. Und ja, ich bin ja jetzt nur ein paar Tage unterwegs, wird also gerade nicht richtig ausgereizt. Und da habe ich mein Fahrrad-Equipment und hier drin, das könnte ich eigentlich auch mal aufbauen, zeige ich dir das mal kurz. Das ist meine Campingküche. Darauf das eine Knietablett, mein Küchen-Camping-Knietablett. So, dann habe ich hier noch... Also hier ist so eine Silikonmatte drauf, dadurch kann ich auch ruhig den heißen Kocher da drauf stellen. Dann habe ich mir das passende Windschild gebaut. So, und da passt jetzt praktisch der Kocher drauf. Und das Gute ist, ich kann es jetzt hier mal zeigen, durch dieses Tablett hier und mit der Füllung, mit den Styroporkugeln da drin, kann ich es praktisch immer so austarieren, dass mein Öl immer schön in der Mitte steht, wenn ich Kartoffelpuffer brate oder so. Hier ist dann eben noch der Topf, ganz praktisches Teil. Da ist der Kaffee drin, nehme ich raus, Wasser auch kochen. Ich bin jemand, die morgens nicht groß frühstücken muss, braucht meinen Kaffee, das ist wichtig. Und den auch zwischendurch gerne mal. Und das, was ich natürlich auch noch machen kann, durch dieses Tablett, ich kann es praktisch überall hinstellen. Ich kann es auch einfach mal hier drauf pflanzen. Ich kann es auf mein Bett stellen, wenn es regnet. Fenster ein bisschen runterkurbeln und habe ich auch schon gemacht. Es geht auch sehr gut. Also ich komme wirklich mit dem Auto, ich sag mal, für ein paar Tage auch ganz gut bei schlechterem Wetter zurecht. Ich habe zum Beispiel einmal neben einer Frau mit einem Bulli gestanden und da kamen nachts dann Jugendliche, die gehen ja dann gerne mal bis 2 Uhr nachts schwimmen
Das habe ich auch gelernt, dass man das vielleicht meiden sollte, zumindest am Wochenende. Und da hat dann auch meine Nachbarin erzählt am nächsten Morgen, dass sie bei ihr laufend angeklopft hätten. Hey, du hast ja geile Musik und Mieze, komm doch mal raus und so. Ja, und mich haben die überhaupt nicht bemerkt. Ich meine, das ist einfach der Vorteil an diesem Auto, dass es nicht als Camper wahrgenommen wird. Also wirklich, die Leute, die stolpern höchstens schon mal über dieses Wasserrohr hinten auf dem Gepäckträger. Wenn die dann da hinten stehen bleiben und da hingucken, dann gebe ich mich manchmal zu erkennen, manchmal auch nicht. Ja, wenn ich sonst so im Sommer unterwegs bin, dann gibt es natürlich eine Plage, die wir alle kennen, das sind die Mücken und die Käfer und das Ganze. Und da habe ich in meinem Keller noch so ein kleines, habe ich mir selber zusammengenäht hier. Das ist ein Mückennetz aus zwei Terrassentüren. Netzen zusammengenäht, was ich hier komplett drüber schmeißen kann. Es hat so magnetische Gewichte hier unten und dadurch klackt das dann hier auch überall schön an. Ja, und so kann ich dann die Freiluft genießen, ohne gestochen zu werden. Ich werde auch oft gefragt, oh, da schläfst du doch bestimmt auch mal toll bei offenem Dach unterm Sternenhimmel, aber das habe ich noch nicht gemacht, weil ich schon während der Nacht ein paar Mal gemerkt habe, dass auch mal kleine Tiere hier drüber laufen, übers Dach. Und das stelle ich mir nicht so schön vor, wenn da plötzlich mal so ein Marder oder so mir ins Gesicht fällt oder so. Da habe ich richtig Tabula rasa in der Butze. Also ich glaube, das Auto, wenn dieses mal eine Grätsche macht, was ich vielleicht nehmen würde, wäre so ein kleiner Mini-Van, so wie Caddy, Berlingo und so weiter und Combo. Ich hätte mir jetzt sowas natürlich auch schon kaufen können. Also es hapert jetzt nicht irgendwie am Geld. Aber es ist tatsächlich so, dass mich diese kleine Geschichte so zufriedenstellt, dass ich das, ja, dass ich es im Moment nicht ändern wollte. Ich habe so viele Vorteile, die ich für mich jedenfalls so sehe, wie dieses jetzt hier offen sitzen können. Ich muss keine Möbel raus transportieren aus dem Auto. Ich habe zwar kleine Campingstühle und so weiter dabei, so ganz leichte, aber ich komme immer mit dem, was ich hier um mich herum habe, zurecht und muss mich auch nur um dieses bisschen hier kümmern. Das heißt, ich muss tanken, ich muss duschen, ich muss mir was zu futtern holen und schlafen einigermaßen. Das ist die Toilettenrichtung sozusagen. Genau, da habe ich erstmal, sieht man ja das Übliche, was man so braucht. Ja, und mein kleines, das ist ja das, was immer alle sich fragen. Was macht die Frau, wenn sie mal muss? Also das meiste passiert so wie bei jedem auch, wenn entweder hinterm Busch oder öffentliche Toiletten. Hier steht zum Beispiel auch ein wunderbares Toilettenhäuschen. Und meistens kann man das auch so irgendwie regeln. Aber wenn man zum Beispiel in der Nacht, ich möchte ja aus diesem Auto nicht sehr gerne rausgehen und oder auch im Notfall. Für den Notfall habe ich mir da was gebaut. Das ist praktisch mein Klappklo. Das kann ich nämlich, weil ich hier diese schöne Sitzhöhe habe auf meinem Bett, kann ich das praktisch hier so aufbauen. Das wird hier hinten so ein bisschen verkeilt, also hier hinten sind so Aussparungen, so kann es nicht mehr umkippen. Und dann habe ich mir einfach eine so eine Dose besorgt. Mein kleiner Pinkelpott sozusagen. Der kommt da rein und schon habe ich meine Toilette. Also ich habe es schon gerne ein bisschen gemütlich dunkel. Da habe ich hier vorne in meinem Fach meine Vorhänge drin, weil ich ja keinen Rahmen um meine Fensterscheiben habe, wie die anderen Pkw, muss ich dann habe ich auf die Saugknöpfe zurückgegriffen. Das kann ich euch hier mal einmal demonstrieren an dem Fenster hier hinten. Das hält also wunderbar. Ich kann dadurch sogar die Fenster noch ein Stück runterkurbeln. Ich dann hier noch mal so fest, da so rein oder hier an der Seite so. Und dann hält das prima. Und
an der Heckscheibe, da habe ich so eine Latte, an der ich so einen Vorhang aufhängen kann. Und hier vorne kommt diese üblichen silbernen Sonnenschutzteile rein. Also das reicht mir dann als Verdunklung. Und dann habe ich hier das Gummiband. Und der, ja, da kann ich meine kleine Campinglampe reinhängen. Und viele Frauen, die sagen, boah, du machst das, was ich auch so gerne mal machen würde. Und letztendlich sage ich dann immer, ja, guck doch, vielleicht geht es ja irgendwie. Und ja, aber ich kann nicht so gut alleine bleiben. Und ich sage, ja, ich kann zwar erstens gut alleine sein, aber auf der anderen Seite ist man gar nicht immer alleine. Wenn du zum Beispiel zu Plätzen fährst, die in Apps bekannt gegeben werden, da stehen immer, wie hier jetzt auch, immer Bullis und andere Campingfahrzeuge. Und man hat es eigentlich selber in der Hand, ob man ein Gespräch führen möchte oder ob man gerade keine Lust drauf hat, weil man vielleicht schon drei Gespräche hatte oder einfach Ruhe braucht. Dann macht man ein Gesicht, ala, ich will heute nicht sprechen und passt, dann geht das schon. Und deswegen, man schließt sogar vielleicht viel eher Kontakte, habe ich festgestellt, als wenn ich auf dem Campingplatz zum Beispiel bin. Oder ich vermeide auch, allein ins Restaurant zu gehen. Weil da sind immer Familien, da sind Paare. Und da fühle ich mich alleine. Neben diesen ganzen Paaren und den anderen Familien. Denn das ist ganz klar, also das gebe ich auch zu, dass dann nicht manchmal einer dabei ist, mit dem man das teilen kann. Das fehlt einem schon mal ab und zu. Aber da kommt man ganz gut wieder durch. Ja, mein Fazit mit dieser Geschichte ist eben sehr positiv. Und das ist mein Anliegen, durch dieses Video das irgendwie weiterzugeben. Vor allem auch Frauen Mut zu machen, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, so wie ich. Also das ist zum Beispiel auch wichtig. Man sollte nie sagen, bloß weil es doof aussieht oder weil man zu alt ist oder eigentlich aus einem schönen Einfamilienhaus kommt, käme so etwas nicht in Frage. Also das muss natürlich jeder letztendlich selber entscheiden, aber ich möchte mit der Sache Mut machen, das auch auszuprobieren.